Das Königreich Thailand hat viele Gesichter. Artenreiche Dschungel, traumhafte Buchten und Strände oder die gigantische Metropole Bangkok, eine der meistbesuchten Städte der Welt. Im Land des Lächelns leben knapp 70 Millionen Thais mit einem Lebensgefühl. Sanook. Übersetzt Fun, Fun, Fun. Mit diesem Motto und ihrem magnetischen Lächeln ziehen sie jedes Jahr 35 Millionen Thailand-Touristen an. Zum Beispiel Virona Poot, Werbeikone, Model- und Talkshow-Pendlerin. Und Wigald Boning, Musiker, Entertainer und Quizlegende. Virona und Wigald wollen die jahrtausendalte Kultur Thailands kennenlernen und sich in landestypischen Challenges duellieren. Wer von beiden erobert dabei die Herzen der Thais? Wer wird Local Hero von Thailand? So lecker. Dass ich Virona hier mal in Bangkok treffen werde, hätte ich nie gedacht. Und ich bin total gespannt auf die kommenden Tage. Eins ist ja bei Wigald wirklich klar, der hat sehr viel Allgemeinwissen und er guckt immer so süß, aber dahinter, da steckt das, wie sagt man, Faustdick hinter den Ohren hat er, so ungefähr. Da bist du ja, Schätzelein! Schön. Ich habe deinen Lieblingsdrink extra für dich. Tatsächlich für und mich? Und der ist noch eiskalt. Ich habe mir schon überlegt, ob das wohl für mich ist. Tatsächlich. Komm, auf unsere Prost. Schöne Reise. Ja. Toll. Noch sind wir ja Freunde. Ich bin an diese ganze Geschichte schon mit großem Respekt rangegangen. Ja. Also erstmal wusste ich ja gar nicht, was auf mich zukommt. Ich hatte echt viel Respekt vor der Challenge-Geschichte und vor dem Land. Aber warum hast du dann trotzdem überhaupt mitgemacht? Weil ich vor dir, sage ich mal, in der Challenge mich schon als Siegerin sah. Schön, dass du diesen Eindruck hattest. Am Ende des Tages kann es ja nur eine Siegerin geben. Habe ich jetzt Siegerin gesagt? Das tut mir total leid. Ja, das ist gegendert heutzutage. Aber du siehst super aus für den Zweiten. Also das läuft echt gut. Ach, guck mal, es klingelt. Willst du ran? Ja. Wigald und Poot, guten Tag. Liebe Virona, lieber Wigald, herzlich willkommen in Thailand, dem Land des Lächelns. Danke. Ihr kämpft in den nächsten Tagen um die Herzen der Thais. Aber als erstes solltet ihr euer Herz reinigen und euer Karma stärken. Und zwar ganz traditionell am Wat Than-Tempel, wo ihr einem Tier die Freiheit schenkt. Dankeschön. Dankeschön. Dann wir gehen einfach mal los. Tja, guck mal, komm, nimm uns einen Drink mit. Ja. Telefon lassen wir hier stehen. Tiere im Tempel kaufen und freilassen heißt im Theravada-Buddhismus Tamban, übersetzt Gutes tun. Blumen gehören in Thailand zu den traditionellen Opfergaben, um die Gunst der Götter zu gewinnen und eine Verbindung zur spirituellen Welt herzustellen. Schön mit dem Wind hier, ne? Ja. Ah, und da sehe ich ja schon die Tiere für uns. So, ihr zwei. Ihr bringt mir jetzt bitte schön einen wunderschönen Wunsch. Ich schenke euch die Freiheit. Gesundheit wünsche ich mir für meine Familie, ein glückliches Leben. So, jetzt kommt so kleiner Freund, der erste daraus. Und yes, yes, yes. Ich fühle mich gerade so richtig gut. Das ist so schön. Die kriegt auch keiner mehr gefangen. Die sind adios, amigos. Mir geht's richtig gut. Wigald, bitteschön. Ja. Ich wünsche mir natürlich auch Gesundheit für meine Familie, für meine Freunde, Zufriedenheit. Aber ich wünsche mir natürlich auch, dass ich die Challenges gewinne. Und dass hier eine lustige Sendung wird. Also sowas Eigennütziges, ne? Da schaut man mal an, da sieht er doch so freundlich aus. So das mag eigennützig sein, aber immerhin hat dieser Wunsch diesen Tieren jetzt zur Freiheit verholfen. Etwa 15 Millionen Menschen leben in der Metropolregion Bangkok. Viele davon scheinen 24 Stunden am Tag die Straßen zu bevölkern. Hier verkaufen die Blümchen, ne? Ja. Die müssen wir eigentlich kaufen, wie geil. How much is one? Mitten in der Stadt laden Tempel wie hier der Erevan-Schrein zum Gebet ein. Und zum Blumenschenken, um die Götter gnädig zu stimmen. Hier betet man für das persönliche Glück. Genau. Also wir opfern jetzt etwas und dann haben wir Glück. Also es war faszinierend zu betrachten, wie viele Leute doch da den ganzen Vormittag über hinkamen, beteten. Der Volksglaube ist verankert im Alltag, ganz anders als in Deutschland zum Beispiel.
Was siehst du, wie die Schöne tanzen? Ja, da kenne ich bisher nur Fotos von. Das habe ich noch nie live gesehen. Ah, oh, Telefon. Und? Wiegert und Verona? Willkommen bei den berühmten Tänzerinnen. So einen Tanz zu Ehren der Götter lernt ihr gleich. Doch vorher erwartet euch noch eine andere Challenge. Seid ihr bereit? Ja, sehr. Super. Die Challenge heißt das große Tuk-Tuk-Tuhu-Wabu. Ah. Dafür fahrt ihr eure Tanzlehrerinnen zur Trainingsstätte. Trainingsstätte? Hm, mit dem Tuk-Tuk geht es quer durch Bangkok. Das Ziel habt ihr in euren Handy-Navis. Tuk-Tuk fahren, selber fahren? Nein, ihr weist eurem Fahrer auf Thailändisch den Weg. Der Erste am Ziel gewinnt. Ah, sehr gerne, danke. Ich hoffe, dass wir uns irgendwann wiedersehen, liebes Team.